So, da wären wir wieder. In der letzten Folge waren wir recht fleißig mit unserer Crafts-Produktion. Also wir haben die ganzen Steine hier zu Kinkerlitzchen verarbeitet. Oder zumindest schon einen recht großen Teil. Damit wir, wenn die Karawane dann endlich kommt, was sie eigentlich in dieser Jahreszeit müsste, auch was zum Tauschen haben. Denn unser Essen geht langsam zu Neige. Ich drücke mal kurz Z für die Übersicht. Okay, unser Essen geht doch nicht wirklich zu Neige. Ah, das ist doch ganz gut. Aber trotzdem würde ich gerne ein paar Sachen ertauschen, wie zum Beispiel einen Amboss hätte ich noch gerne. Ich hätte noch gerne mindestens 2, 3 Äxte, damit wir mit unserer Miliz anfangen können. Und allgemein noch ein paar andere Nahrungsmittel, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Was ich aber gesehen habe, unsere Flüssigkeit ist ein bisschen weit unten, also unser Alkohol. Was fehlt denn da? Ich gehe mal auf Stocks, ich gehe mal auf Pflanzen. Wir haben jede Menge Pflanzen zum Verarbeiten, nämlich 22 Stück. Das heißt, wir haben wahrscheinlich keine Fässer. Wo sind die Barrels? Ich suche gerade mal durch. Haben die überhaupt eine extra... Ah, jetzt geht das mit dem... Ah, schon besser. Da war gerade dieses Flackern oben und unten, das wollte ich ja gar nicht haben. Das kommt von dem Ranzoomen. So, Barrels, Barrels, Barrels... Great Squirrels, Windows, Chains, da sind Barrels. 51 Stück haben wir. Wir können aber leider nicht sehen, wie viele davon schon in Gebrauch sind und wie viele nicht. Das heißt, ich gehe einfach mal zu unserem Stockpile hier. Da sind aber keine Barrels mehr drin. Die Barrels werden jetzt oben gelagert hier. Das müssten eigentlich alles leere Fässer sein. Das heißt, wir haben leere Fässer, wir haben 22 Pflanzen, dann darf doch mal gebraut werden mit A, B und durch R machen wir das Ganze auf Repeat. Gucken wir mal kurz und ja, schon legt er los. Sehr schön. Das heißt, kurzfristig werden wir weder Essens- noch Trinkenprobleme haben und im Notfall können wir immer noch die Hunde schlachten. Ich bin da jetzt auch nur ein wenig zurückhaltend, weil es ein Let's Play ist. Wenn es kein Let's Play wäre, wären die ganzen Welpen jetzt schon tot. Und ich hätte ganz viele Knochen, um daraus Totems zu machen. Aber da will ich mich halt zurückhalten, weil der eine oder andere sich da doch dran echauffieren könnte. Aber gut, das muss man mit der Zeit ablegen. Also Skrupel darf man in diesem Spiel absolut nicht haben, sonst geht man unter. Aber gut, wir wollten jetzt hier den Eingang weiter ausbauen. Ich hoffe einfach mal, dass oben die ganzen Bäume und Büsche und so weiter schon weg sind. Also das Feld da hätte ich noch gerne ausgeschannelt. Und ja, das sieht gut aus. Also drücken wir D für Designate, wir drücken H für Channel und dann nur dieses Feld. So. Dann ist das hier schon mal symmetrisch. Jetzt will ich noch die Ecke da so weg haben. Also von dem Feld aus das. Und da sind auch keine Büsche. Aha, ein Baum ist da. Na gut, den Baum ignorieren wir dann. Channel, dahin, dahin und dahin. Dann ist da zwar noch eine Ecke, aber sieht einigermaßen abgerundet aus. Das muss auch noch weg. So, dann bleibt hier die Ecke bestehen und die Blöcke werden nur abgebaut. Dann sieht es noch einigermaßen natürlich aus. Und dass es einigermaßen natürlich aussieht, ist mir auch relativ wichtig, genauso wie bei meinen Minecraft-Let's Plays, dass es halt nicht zu Menschen oder Zwergen gemacht aussieht. Das heißt, wir nehmen das hier auch nochmal weg. Und ja, ich weiß, das hier ist eigentlich alles schon zufallsgeneriert, aber zufallsgeneriert heißt nicht immer, dass es natürlich aussieht. So, jetzt kann das weiterlaufen. Wir haben auch keine Arbeitslosen momentan, das ist sehr gut. Was ich jetzt noch machen wollte in dieser Folge war, in den Kommentaren stand, du könntest doch nicht nur hier Treppen machen, also hier oben, sondern einmal ringsum. Und ja, das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir aber auf dieser Etage nicht, denn ich will nicht, dass die Goblins gleich in jede Ecke reinlaufen können, aber in den nächsten Etagen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Mitte, von hier aus. Da ist die Mitte, wir gehen nach rechts und bauen jetzt hier Treppen nach oben. Also nicht diese Up-and-Down-Stairs wie hier, sondern nur nach oben. Dahin und dahin. Jetzt drücken wir I für die Up-and-Down-Stairs, gehen eine Etage nach oben. Machen da die drei hin. Machen da die drei hin. Gehen wieder einen nach oben. Machen da die drei hin. Und machen da die drei hin. So.
Ja, obwohl mir das ehrlich gesagt von der Symmetrie her nicht ganz so sehr gefällt. Ich glaube, ich setze dann später noch die Workshops um. Aber es soll ja erstmal egal sein. So, das heißt hier, oh, hier habe ich auch die falschen Treppen wieder gesetzt, denn das sollen keine Up and Downstairs werden, denn wir sind ja schon ganz oben in unserer Festung, sondern es werden J Downstairs. Genau wie hier ja auch schon hier oben. So, auf der anderen Seite auch. So, das heißt, wir kommen von hier nach unten, nach unten. Hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen die Zwerge auf diese Treppe ausweichen, gehen hier runter, haben hier auch keine Auswahlmöglichkeit, gehen hier wieder runter und hier können wir ihnen wieder Auswahlmöglichkeit geben. Das heißt, sie müssen später nur unbedingt darauf achten, dass die Goblins niemals zu dieser Treppe hier kommen. Also eventuell bauen wir denn hier noch Mauern hin und Fallen und was weiß ich. Das wird unser wichtigster Eingang. Deswegen habe ich mir auch überlegt, hier links und rechts nochmal so einen riesigen Block hinzusetzen und dann hier eine Kaserne und da eine Kaserne zu bauen, dass dann unsere Miliz sofort den Bereich hier sichern kann und nicht erst von irgendwo anders angelaufen kommen muss. Aber gut, wir wollten erstmal weiter unsere Treppen bauen. Das heißt, wir gehen wieder nach hier, drücken jetzt diesmal wieder J für Treppen nach unten, denn wir wollen ja keine Verbindung zu dieser Ebene haben. So, Treppen nach unten. Treppen nach unten. Oh, ich habe hier ganz vergessen, unten auch noch welche zu setzen. Oh, okay. Also wieder U für nach Treppen nach oben. Treppen nach oben. Hier müssen wir wieder I für Treppen nach oben und unten. Und hier wieder Treppen nach unten, also wieder J. So, das heißt, wir haben jetzt ringsum hier Treppen nach unten. Ringsum Treppen nach oben und unten. Hier Treppen nach oben im unteren Bereich und Treppen nach oben und unten im oberen Bereich. So sollte es sein. Hier haben wir nur die oben und unten und hier kommen jetzt auch noch unten die Treppen nach unten. Also wieder DJ. So. Und in der Etage können wir dann auch schon mal die Treppen nach oben und unten, also wieder I, hier hinsetzen und da hinsetzen und da hinsetzen. Das ist hoffentlich auch symmetrisch. Ja, schaut gut aus. Ah, wir sind jetzt schon. Wo ist der Meeresspiegel? Also hier ist die Grundfläche unserer Umgebung. Das heißt, von hier aus dürften wir theoretisch 9 Mal nach unten graben, bis wir auf die ersten Höhlen stoßen. Hier steht jetzt minus 4, weil über dieser Ebene noch 4 Ebenen liegen. Das heißt, wenn wir hier sind, dürften wir zusammen mit den 9, die ich gerade von hier, wo der eigentliche Meeresspiegel ist, wenn man das zusammennimmt, sind wir bei minus 13. Das heißt, wir dürften bis minus 13 runtergraben, bevor wir aus die ersten Höhlen stoßen. Und die Höhlen sind ja recht wichtig, wie ich schon in einer anderen Folge erzählt habe, denn da können jede Menge Viecher rauskommen. Aber gut, noch haben wir genug Platz. Und wenn wir nach links und rechts ausbauen, haben wir eh noch mehr Platz. Also wir lassen das Spiel einfach laufen. Und eine Fehlermeldung. Wir brauchen destillierbare Gegenstände. Das kann doch nicht sein. Wir haben doch ganz viele Pflanzen gehabt. Ich drücke mal Z, gehe auf die Kitchen. Und hier haben wir 4 Plump Helmets, die verkocht werden können. Wir haben Pigtails und wir haben Cave Weed. Warum kann er sie denn nicht benutzen? Da ist doch irgendwas faul. Oh, und wir müssen unbedingt beim Zwergenwein hier einstellen, dass es nicht verkocht werden soll. Genauso wie beim Prickleberry Wein und beim Strawberry Wein. So. Jetzt ist hier in dem Kochmenü alles wieder richtig. Also die Samen können nicht verkocht werden. Die Pflanzen können nicht verkocht werden, damit wir daraus Alkohol herstellen können. Und der Alkohol kann nicht verkocht werden, damit wir was zu trinken haben. So. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne wissen, warum die Pflanzen nicht zum Kochen benutzt werden können. Das heißt, ich scroll mal hoch zu unserer Brauerei. In diesem Stockpile sollten eigentlich die Pflanzen deponiert werden. Das heißt, in dem Fass und in dem Fass müssten jetzt Pflanzen sein. Das war nicht T, sondern K für gucken auf das Fass. Und das Fass ist leer. Das ist doch komisch. Drücken nochmal K und gucken in das andere Fass. Ah, ja,
Hier sind Plump Helmets drin, hier ist Cave Weed drin, ist alles drin, was sein soll. Und trotzdem benutzt er das nicht. Ich bin gerade auf den Settings von dem Stockpile und hier sind auch maximale Barrels 120 eingestellt. Das heißt, er dürfte hier theoretisch alles vollstopfen mit Barrels und die dürften dann auch benutzt werden. Das ist schon komisch. Und was macht er jetzt da? Er Hex deponiert etwas in einem Stockpile. Ja, gut. Oh, und das Fass wurde gerade geklaut. Von dem Kind. Wehe, das Kind hat da irgendwelchen Unsinn gemacht und deswegen konnten wir nichts brauen. Was ist mit dem Fass? Ja, das Essen ist noch drin. Na gut, ich sag einfach nochmal A, B und R. Da unten mache ich jetzt auch A, B und R. Und da unten auch A, B und R. Das heißt, wenn er jetzt hier hingeht und den Auftrag bekommt, was zu brauen und es nicht klappt, geht er hier runter und in der Zeit fixt dann hoffentlich das Problem, was hier war. Gucken wir einfach mal. Also er kommt an. Nee, da ist irgendjemand anders, der ankommt. Was machen die da alle? So, das ist jetzt hoffentlich Liberty Denied. Ja, ist er. Und er hat die Aufgabe, braue ein Getränk. So weit, so gut. Er hat gerade einen Pilz genommen und dahingestellt. Er hat ein Fass genommen, dahingestellt und ist am Brauen. Also jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Und wir haben noch ein neues Hündchen bekommen. Irgendwann werde ich sie wohl doch schlachten müssen. Denn wenn wir sie jetzt einfach so weiter leben lassen, werden das irgendwann ganz viele. Und das kann dann zu einer Catplosion kommen. Also es sind zwar keine Katzen. Und bei Katzen ist das noch schlimmer, weil die halb Pets werden können. Aber es geht allgemein bei allen Tieren. Wenn die sich einfach ungehemmt ausbreiten können, dann werden das immer mehr. Und das frisst dann halt auch Ressourcen auf. Und daran kann ein Fort auch zugrunde gehen. An Haustieren. So, jetzt kam gerade eine Fehlermeldung, dass wir in der Farm keine Plump Helmet Spawns mehr anbauen können. Das ist soweit okay. Und wir haben noch eine Hundegeburt. Damit sind wir jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hündchen. Okay. Wir könnten aber auch jetzt einen der Zwerge designieren als Tiertrainer und daraus Kampfhunde züchten. Damit wir den ersten Goblins was entgegenstellen können, da wir noch keine Miliz haben. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, hier unten, was wollen wir hier eigentlich bauen? Wir haben hier unsere Steinmetze, wir haben hier unsere Crafts-Zwerge, also die Künsten. Ja, Craft ist eigentlich die Kunst. Oder etwas Hergestelltes. Aber das ist kein gutes Wort und da verhaspel ich mich auch immer. Was sagen wir da einfach? Luxusgüter? Tauschgüter? Irgendwas in der Richtung. Also ja, Steinmetze, Tauschgüter und hier haben wir die Tischler. Dann könnten wir hier noch irgendwas hin tun, damit es auch symmetrisch aussieht. Und in der nächsten Etage könnten wir dann andere Workshops bauen. Wir brauchen unbedingt noch einen Mechaniker, denn ich will meine ersten Fallen bauen, bevor die Goblins kommen. Wir brauchen auch noch einen Edelsteinschleifer für die Edelsteine, die hier oben lagen, die jetzt aber in irgendeiner Kiste sind. Und dann brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Also ja, hier werden auf jeden Fall jede Menge neue Workshops hinkommen, wenn die Miner dann irgendwann mal so weit sind. Ah, die bauen gerade die Treppen aus. Das ist ja auch okay. So. Und hier oben sind sie auch schon fertig. Das heißt, unser Eingang sieht jetzt einigermaßen symmetrisch aus. Hier sieht man noch die Rampen nach oben. Theoretisch könnten wir alle Rampen entfernen lassen mit D und Z. Dann müssten die Goblins noch einen anderen Weg nehmen. Also jetzt könnten sie theoretisch von hier oben den Hügel runterlaufen, die Rampe runtergehen und direkt ins Fort rein. Wenn wir alle Rampen hier entfernen würden, dann müssten die Goblins irgendwo anders eine Rampe runtersuchen. Und wenn die einzige Rampe runter meinetwegen die da oben ist, alle anderen entfernen wir, dann müssen alle Goblins den ganzen Berg hier lang laufen bis hier und dann hier runterlaufen und können dann erst zu unserem Vor. Dadurch kann man es sich sehr, sehr leicht machen, denn man weiß immer, wo die Gegner herkommen. Und die Gegner brauchen einen sehr langen Weg. Aber das ist in meinen Augen wieder grenzwertig zum Cheaten, also werde ich es nicht benutzen. Aber als Anfänger kann man das ruhig mal machen, damit man wenigstens einen etwas leichteren Start hat. Das muss jeder dann halt für sich selbst entscheiden später. Denn durch gewisse Tricks kann man sich das Leben halt sehr, sehr einfach machen. Theoretisch könnten wir einfach den Zugang hier zumauern
und würden so nie angegriffen werden. Aber das wäre dann auch ein bisschen langweilig. So, die Bins werden auch weiter fleißig produziert. Wir haben langsam kein Holz mehr. Ich gucke mal ganz kurz mit Q auf unsere Tischlereien. Da sind keine Aufträge mehr. Das ist soweit auch okay, denn wir haben inzwischen genug Bins und wir haben genug Fässer, wie man hier sehen kann. Das heißt, unser Holzhacker, wer war das noch gleich? Ich drücke mal U. Unser Holzhacker war Kredas. Der hat auch gerade nichts zu tun. Das geht ja schon mal gar nicht. Der darf jetzt wieder Holz hacken gehen. Mit DT markieren wir wieder einen schönen Bereich. Und wie ihr sehen könnt, hier sind inzwischen schon neue Bäume gewachsen. Und es ist gerade mal ein Dreivierteljahr her, dass wir gestartet sind. Also das geht recht flott. So, also da kommt Kredas auch schon angeflitzt und sorgt für neues Holz. Und tada, neue Migranten sind eingetroffen. Sehr schön, dann zählen wir doch mal wieder ab und gucken, was da so alles ankommt. Hoffentlich diesmal keine Hühnchen und keine Kinder. Da kommt schon mal ein Hund, aber der gehört, glaube ich, eh zu uns. Na, wo bleibt ihr? Das ist Kredas, richtig? Ja, das ist Kredas. Aber da, nein, eine Katze. Ich hasse Katzen. Okay, also wir haben eine Katze, ein Zwerg, zwei Zwerge, ein Hündchen, drei Zwerge. Und das war's schon. Oh, und noch eine Katze? Also diese Welle mag ich gar nicht. Nur drei Zwerge und dafür zwei Katzen. Das gucke ich mal ganz kurz unter U und dann Pets. Wir haben hier... Nee. Wir haben unsere beiden Hunde, die sind angeleint. Wir haben ein Hündchen mit einem Namen und eine Katze mit einem Namen und ein Baby-Lama. Und die Henne hat auch einen Namen. Okay. Na gut, dann drücke ich nochmal Z und Tiere. Hier können wir es nämlich besser sehen, wer wessen Pet ist. Also die Henne ist das Pet von Gandalf. Ein Kätzchen ist ein Pet von einem Spinner. Das ist kein Spinner, sondern das ist jemand, der aus Garn Wolle macht. Ne, umgekehrt, aus Wolle Garn macht. Das ist ein Spinner. Und wir haben ein Hündchen, also ein Welpen, der ist das Pet von einem Farmer. Also haben wir jetzt schon drei Haustiere, das mag ich gar nicht. Aber na gut. Drücken wir wieder Escape. So, drücken wieder U für unsere Übersicht und benennen die mal. Meine Liste mit Namen ist ja immer größer geworden. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr alles in diesem Fort. Aber gut, also, was ist er? Er ist ein Woodcrafter, das ist doch schon mal sehr gut. Da zoome ich mal kurz hin mit C. Wo ist unser X? Oh, er ist ein kompetenter Hammerzwerg. Ein Novize-Schild-User, ein Novize-Armor-User und ein Novize-Dodger, das wäre ein guter Kämpfer. Das ist doch schon mal schön. Er ist außerdem ein adäquater Woodcrafter. Ach, schade. Woodcrafter sind Leute, die aus Holz diese Kinkerlätzchen herstellen, die wir gerade aus Stein herstellen. Und dafür verschwende ich mein Holz auf keinen Fall. Also Stein haben wir immer im Überfluss, das passt schon. Aber Holz nicht. Schade. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Wir gehen wieder auf U. Wir gehen wieder zu diesem Zwerg. Und drücken diesmal auf V für View Creature, Customize und den machen wir zu einem Kämpfer. Also der hat dann im zivilen Leben keinen Job außer Schleppen, aber wir können dann mit Hex zusammen schon mal die erste Kampfgruppe erstellen. So, dafür braucht er erstmal einen Namen. Wir hatten schon jemanden, der sich gemeldet hatte für einen Krieger und zwar Azarialur. Ich versuche mal das auszusprechen. Azarialur oder Jür. Wahrscheinlich falsch, also ausgesprochen. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Aber jetzt kriegt er seinen Titel. Wo? Mit P. Und das ist ein Grunt. So nenne ich meistens meine Kämpfer. Jedenfalls die erste Stufe von den Kämpfern. Ein Grunt ist einfach nur... es heißt eigentlich Grunzer. Es ist aber ein Begriff aus Warcraft von den Orks und ich glaube auch im amerikanischen Militär.
Also der stinknormale Soldat ist einfach ein Grunt. So, also haben wir Azayaljur, unseren ersten Grunt. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz an. Mit C. Preferences mit P. L für Labor und schauen, was für Aufgaben er hat. Und da deaktivieren wir die Sachen, die wir nicht gerne hätten. Also er soll nicht Woodcrafting machen, das kann weg. Er darf ruhig Sachen schleppen und er darf auch ruhig Verwundete versorgen. Das ist soweit okay. Wir könnten ihn auch Miner machen lassen. Obwohl, nee, da haben wir schon Tammy und, wer war der andere? Tammy und Wayne of Games, die machen das eigentlich schon ganz gut. Und deren Hauptaufgabe ist zwar später Waffen- und Rüstungsproduktion, aber das nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch. Also können die auch ruhig Miner bleiben. Also gut, wir haben jetzt hier unseren Grunt. Den setzen wir aber noch nicht auf Militär, denn das Militär einzustellen dauert sehr lange und bedarf sehr viel Erklärung. Das machen wir in der nächsten Folge. Was wir in der nächsten Folge auch machen werden, ist den beiden noch einen Namen geben, denn wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Also mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder.